Hey Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Halo 5 Guardians. Ich gebe es zu, es ist ein bisschen her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe, beziehungsweise das letzte Mal Halo auch gespielt habe. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich jetzt unfassbar scheiße spiele und gleich sterben werde. Ich habe auch keine Ahnung mehr, was ich hier gemacht habe, wo ich gerade bin und was ich jetzt nächstes tun sollte. Ich bin jetzt einfach wieder reingestartet. Und findest du zugegebenermaßen gar nicht mehr so hässlich, wie ich es beim letzten Mal fand. Ich fand es beim letzten Mal echt nicht hübsch. Habe ich ja auch, glaube ich, mehrfach erwähnt. Ja, können wir damit aufhören? Fuck. Problem. Geh da rein. Oh Gott. Geh drauf, 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 geh drauf. Warum stirbst du nicht? Fassrolle? Was heißt Fassrolle? Ich habe RB gedrückt, es passiert nichts. Egal. Irgendwas muss ich tun. Haben wir irgendwo Aufgaben? Ich weiß es nicht. Oh, sorry. Kumpel. Moment, ich bin geschossen auf euch. Ich bin halt voll Idiot, ich bin geschossen. Das kann jetzt ja mal gar nicht sein, ja? Ich hab gerade geworfen. Ich hab gerade geworfen. Kühlladungsblenden sind noch zu. Wir müssen sie öffnen. Kühlladungsblenden sind noch zu. Wir müssen sie öffnen. Heißt, wir müssen was tun? Hey, lass uns mal. Heißt, ich muss hier rein, oder was? Heißt, ich muss das damit öffnen? Ich weiß es doch nicht. Jetzt spiel's bitte lange her. Ich bin hier gar nicht so falsch. Achtung! Sicherheitsblenden geöffnet. Überbrückung läuft. Okay, ich werde das Ziel. Ach du Scheiße. Gut, das Innenleben des Kühlsystems liegt offen. Schaltet die Ziele aus, Team Blau. Mit Banshees könnten wir die Leitungen leichter ausschalten. Ja, habe ich verstanden. Verstärkung ist auf dem Weg. Sie schicken Phantoms. Okay, aktuelle. Da ist noch eine Lüftung. Ich glaube, ich bin hier nicht so falsch. Los, ich will jetzt mal lassen. Schießt weiter! Ziele. Ich glaube, ich ignoriere einfach mal alles, was hier rumfliegt. Das sind unsere Hauptziele. Also den hier kann man ruhig mal mitnehmen. Sehr schön, den Rest macht ihr. Ich gucke so lange, ob wir noch Lüftungen sind. Zum Beispiel ist da noch eine Lüftung. Und da ist noch eine. Jetzt scheint hier auch noch zu sein. Da. Okay, und jetzt? Ich hab das Gefühl, dass unser Fahrzeug nicht mehr lange hält. Die Banshees sind nicht schnell genug, um der Explosion zu entkommen. Ich ruf den Pelican! Ja, ruf über den Pelican! Kein Signal vom Autopiloten! Die Armada muss ihn ausgeschaltet haben! Das ist schade! Ich markiere den Weg zum nächsten Hangar. Wir nehmen einen Prowler. Dann nehmen wir einen Prowler, was auch immer das ist. Der Weg zum nächsten Hangar ist da unten. Fliegt aber nicht so fliegt da unten. Der Hangar, Alter. Prowler steht gleich hinter einer Luftschleuse. Die Station ist gleich nur noch Schlacke. Zum Prowler. Ja, ich bin noch auf dem Weg. Mein Gott, hätt's doch nicht so. Bewegung. Ja, das wollte ich gar nicht machen. Jetzt da wechseln. Sehr schön. Hätte ich drauf kommen können, ist derselbe Knopf, wie man immer einfach wechselt. Leute? Ich glaube, ich brauche Hilfe. Ich brauche keine Hilfe. Das Tor ist offen. Sehr schön. Das wollen wir nehmen? Da ist der Prowler. Der Alice.
Sehr schön. Ich weiß, was ein Prowler ist. Ausschalten und Start klar machen. Und zwar zackig. Ich bin lieber weit weg von hier, wenn die Station schmilzt. Gibt's nicht umsonst das Sturmgewehr? Weit wirst du nicht kommen. Mit dir? Weg mit dir? Markiere Steuerpult des Crawlers. Weg mit dir? Und ciao. Okay, wo ist der Crawler jetzt? Ich guck gleich mal, wenn der da unten weg ist. Ich glaube, der ist weg. Crawler? Hallo, Crawler. Da. Startsteuerung. Wusste ich, dass sie da ist? Hier, die Startsteuerung. Vorbereitung eingeleitet. Brennstoffzellen bei 0%. Oh, da ist er. Ich hab ihn gefunden. Initiiere Betankung. Fährt die Allianz ab, bis der Fahrer startbereit ist. So ist der Plan. Engelgang. Jäger? Oh nein, kein Jäger. Oh nein, kein Jäger. Alles nur keine Jäger. Shit, Jäger! Oh Gott, lass mich hier runter! Jäger! Oh Gott! Andere Seite? Hallo Linda! Ist okay. Auf die Beine, Linda! Geht gerade schlecht, Linda! Ich würde euch gerne helfen! Du bist noch im Einsatz, Fred! Sehr schön, die Raygun hat's gebracht. Raygun war eine gute Sache. Okay, weg. Weg! Keine Munition ist immer unpraktisch. Allianzverstärkungen nähern sich. Bazooka. Bazooka. War der Jäger? Da war der Jäger. Ich brauche eine normale Waffe am besten. Sowas hier zum Beispiel. Noch irgendwo mehr? Zieht euch mal. Zieht. Was ist mit der Aschen so? Ungut! Ach, leck mich! Was? Du kannst über Schruckgewehr nur lachen? Jetzt nicht mehr. Crawler-Brennstoffzellen
Treffer bereit. Der letzte Schuss. Einsteigen, und die dann Blau. Noch nichts. Puh. Gesichert. Zeit, Linda. 89 Sekunden. Sierra 117 an Infinity. Agent Moon ist zerstört. Ich weise Team Blau neu zu. Ziel Meridian. Potenzieller Kontakt mit Cortana. Negativ 117. Es wurde bereits ein anderes Team auf Sie angesetzt. Was zum Teufel? Kehren Sie sofort zu Infinity zurück. Negativ Infinity. Das gefällt mir nicht. Wer immer Sie sind, wir müssen Meridian vor Ihnen erreichen. Kelly, nein. Du musst das nicht allein machen, Chief. Würde ich aber gerne. Wird uns ja wohl nicht alle vors Kriegsgericht zerren, oder? Warum schicken Sie ein anderes Team zu einem möglichen Aufenthaltsort von Cortana? Fahrzeugschwäche. Die meisten Fahrzeuge haben eine Schwachstelle. Achten Sie auf rote Pfeile um das Fadenkreuz. Diese weisen auf einen kritischen Treffer hin. Danke für die Information. Das Bild sieht übrigens sehr cool aus. Wenn wir mal nur allein unterwegs wären wie auf dem Bild. Das wäre noch cooler. Ich habe versucht, Sie davor zu warnen. Cortana dient uns nicht mehr, Captain. Sie ist eine Gefahr. Sie hat Zugriff auf die Domäne der Blutsväter. Ein galaxieweites Netzwerk, Cortana mit lebt? Dem sie kontrollieren kann, was auch immer diesen Schaden anrichtete. Wie hat sie... Der Master Chief glaubt, sie hat ihn kontaktiert. Was? Nein. John darf nicht mit ihr sprechen. Und jetzt ist er auf der Suche nach ihr. Sie ließen ihn gehen? Wie ist das? Niemand schreibt dem Chief was vor. Er macht, was er will. Bis 6.31 Uhr heute Morgen. Als er sich unerlaubt entfernte. Es geht hier nicht um den Master Chief. John ist emotional nicht in der Lage, sie als Bedrohung zu sehen. Hey! Würde mir mal jemand antworten? Du gehst zu weit, Roland. Ja, Sir. Aber alle anderen auch. Sie erschufen Cortana und nun unterschreiben sie mit diesen Anschuldigungen ihr Todesurteil. Roland. Sie glauben, der Master Chief hätte wegen ihr seinen Posten verlassen? Bei allem Respekt, Sir, warum? Warum ist Cortana das Problem? Weil sie sich geweigert hat zu sterben, als sie sollte? Kannst du damit leben? Ist nicht nur irgendein weiteres Ziel. Jedes Ziel ist nur ein weiteres Ziel, Buck. Ja, für dich vielleicht. Ich war gern bei der OST. Zielen und schießen, nichts von diesem Grauzonen-Schwachsinn. Ich meine, wie sollen wir sie denn überhaupt nach Hause bringen? Höflich fragen? Nein. Was zum... Eine Rüstungssperre. Legt ihre Systeme lahm. Yo, Locke. Jeder andere Spartan. Jeder Soldat, der davon Wind bekommt. Sie werden uns hassen. Das weißt du, oder? Du bist nicht als Einziger wegen ihm hier. Unabhängige Koloniewelt.
Resistenz hat den Planeten 48 verglast. Es war eine UNSC-Kolonie, aber wir sind nie zurückgekehrt. Wird von einem Privatunternehmen geleitet. Sie beseitigen das Glas, machen ihn wieder lebenswert. Warum nehmen wir nochmal den Lift? Weil es sich so gehört. Ich bin in einer Kolonie wie Meridian aufgewachsen. Die Leute hier wollen nicht, dass das UNSC einfach so in ihrer Stadt landet. Sie sehen das als Akt der Aggression. Apropos Akt der Aggression. Das sind Blutsväterschiffe. Was zur Hölle machen die Blutsväter hier? Vielleicht sind noch mehr Leute hinter dem Master Chief hier. Wer auch immer da in meinem Lift ist, identifizieren Sie sich. Hier spricht Spartan Jameson Locke, UNSC. Schläger, allesamt. Und mit wem spreche ich? Hier ist Governor Sloan. Und Sie können... Der Governor wollte wohl keine Hilfe. Er kriegt sie so oder so. Sehr praktisch, guten Tag. Spartans? Was zur Hölle machen Spartans hier? Was geht hier vor? Die Meridian-Station wird angegriffen. Sloan versucht Widerstand zu leisten, aber ich habe auch Familie. Sie sind unbewaffnet. Osiris, die Leute der Station brauchen unsere Hilfe. Wir sollen mir mal zu helfen. Verteidigungsposition einnehmen. Keine Panik. Hallo. Meridian-Zentrale. Öffnen Sie die Türen zum Weltraumlift. Es wurde überrannt. Machen Sie auf, dann können wir helfen. Verflucht, Keil, na schon. Na schön. Ups. Was ist das denn? Okay. Ja, nee, nee. So machen. Na, Kugel entkommt keiner. Fremde im fremden Land. Ich hab ein Unglück. Ziel erledigt. Basis ist abgeriegelt, nichts zu machen. Die Sicherheitssysteme müssen doch abschaltbar sein. Ja, die Bedrohung ausschalten, dann endet die Abriegelung. Bürger von Meridian, greifen Sie bitte den Waffen. Da habe ich was gesehen, mein Freund. Auf zur Kontrolle. Aktivieren Sie die automatischen Geschütze. Wie macht man nochmal Datenbank, die Tür zum Sicherheitsturm klemmt. Automatische Geschütze? Ja, so macht man Datenbank, alles klar. Schauen wir uns erstmal, was hier oben so wartet. Leute, schon mal direkt hinter mir stehen. Ich habe das Gefühl, als wenn meine Sekundärwaffe gegen mich nicht so viel bringt. Du wirst schon wieder. Ich halte das nicht in die Hand. Primärwaffe, Primärwaffe. Das war keine Primärwaffe, aber besser. Ah! Besser. Habe ich gerade was gehört? Sniper ist nie so wirklich schlecht. Arsch! Nimm das! So. Ein Springer-Commander ist mit Verstärkung aufgetaucht. Gut, ein Springer-Commander! Schön, meinen Springer-Commander kennenzulernen. Könnt ihr mir zwei bessere Orte dafür vorstellen können?
naja. Hast du was Gutes dabei? Ja, das kann man nochmal ganz cool nennen. Sowas hier. Gut. Hey, sieht aus, als war's das. Spartans, war das Ihr Werk? Wir haben nur geholfen. Ihre Leute haben viel geleistet. Gern geschehen. Die Straße da führt uns zur Meridian-Station. Weiß nicht. Auf. Hallo. Stehen bleiben? Bitte! Sicherstellen, dass sie nicht zur Stadt durchdringen. Wenn sie die Brücke öffnen, könnten wir der Meridian-Station helfen. Wenn ich sie durchlasse, kommen die Monster hinterher. Vergessen sie's. Wenn sie helfen wollen, hallo? Sichern sie die Brücke. Wollen wir stehen bleiben? Am besten gar nicht stehen bleiben. Achtung, Eigenbeschuss! Okay, folgender Vorschlag. Ich übernehme das Steuer? Fällt doch nicht! Boah! Das war die schlimmste Idee aller Zeiten, mich selber zu fahren. Ja, ich merke, dass die auf uns schießen. Du stehst nicht vor die. Doch rum, du kannst doch auch was machen. Noch was? Willst du mich da eventuell gegenbringen? Oder so? Wäre ganz vorteilhaft, wenn ich was vernichten soll, dass du mich schon hinfährst. Propaganda über die Spartans stimmt also. Hören Sie, hinter der Brücke, näher an der Stadt, gibt es noch mehr, die Ihre Hilfe brauchen. Wir kümmern uns. Was machst du hier? Na gut, ich öffne sie. Ja, das wird doch höchste Zeit. Das ist... Hallo! Da kommen wir her! Ich will nicht mit so inkompetenten Menschen zusammenfahren. Warum? Ich brauche irgendein Gefährt, was schießen und fahren gleichzeitig kann. Wenn ich fahren würde, würde der hier nichts treffen. Und wenn ich schieße, fährt der einfach merkwürdig. Hey, Sonne, Mann. Die Soldaten können fahren? Governor Sloan, hier ist Billy aus der Werkstatt. Wir sind eingekesselt. Spartans, meine Leute bei der Werkstatt.